Also ich heiße überall Sabina und ich bin aus Kitzbühel. Bevor wir zu dem heutigen Thema der Pölster gehen, würde ich Sie gerne fragen und von Ihnen erfahren, was Sie in Ihrer Kunstausübung am meisten bewegt. Was sind das für Themen, die Sie in Ihrer Kunst verarbeiten? Was sind das für Materialien, mit denen Sie gerne arbeiten? Also hauptsächlich arbeite ich mit Acryl auf Leinwand. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Pop-Art-Fan. Also bei mir ist eigentlich alles so kräftige, knallige Form. Momentan ganz stark auch so Neonform. Und da mache ich, also jetzt die letzte Serie ist relativ um Tod gegangen, aber in Form von eigentlich süße Häschen. Also so ein bisschen das, ein schwieriges Thema, aber so auf nett und lieb umgesetzt. Aha, interessant. So, damit sind wir ja schon fast beim Thema der heutigen Ausstellung, nämlich zu Ihrem Werk zum Thema Polster. Was haben Sie so am Anfang, wo Sie das Thema überhaupt einmal aufgenommen haben, sich gedacht und wie haben Sie das Thema Polster umgesetzt? Sagen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Werk. In erster Linie ist es mir darum gegangen, weil ich das Thema super gefunden, eben, dass das eine Wanderausstellung dann um die Welt ist. Und zwar, weil ich habe 2011 habe ich eben 6 Bilder gemalt, von jedem Kontinent auf Frau, eben auch so im Pop-Art-Stil. Und da geht es mir eben sehr um Weltfrieden, also gegen Rassismus, dass man einfach sagt, jeder Kontinent ist unterschiedlich, jeder hat eine eigene Kultur, eine eigene Natur, aber im Grunde bestehen wir alle aus den gleichen Elementen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Thema passt eigentlich ganz gut und habe das dann ganz witzig gefunden, eigentlich Drucke von diesen Originalbildern machen zu lassen und die im Patchwork, also am Polster, zu nähen. Also das war einfach mal was anderes zum normalen Malen. Okay, und jetzt betreffend Ihre Zukunft, Sie sind ja sehr aktiv. Was wird Sie in der nächsten Zeit bewegen? Welche Unternehmungen haben Sie vor? Welche Ausstellungen, welche größere Arbeiten? Also eben die Originalbilder von meiner Kontinente-Serie, die möchte ich gerne auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent ausstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt schicke ich mal den Polster schon mal vor. Und also das ist ein großes Ziel von mir. Und dann habe ich in Kitzbühel eine eigene Kunstgalerie. Und da haben wir eigentlich laufend Ausstellungen. Ich in nächster Zeit, glaube ich, werde eher weniger machen, weil eben wir haben jetzt im Winter in München eine große Ausstellung gehabt. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Arbeit aufholen. Vielen herzlichen Dank und viel Glück. Danke. Für alle Ihre Vorhaben. Danke. Danke.